Die Ruine Perwart wurde im ersten Bauabschnitt vor allem von den vielen überwuchernden Sträuchern befreit und es wurde begonnen, eingestürztes Material wegzuschaufeln. Nun befindet man sich hier bereits in Bauphase 2. Ja, wir haben jetzt den zweiten Renovierungsschritt an der Ruine Perwart. Es ist noch sehr viel archäologische Arbeit, das heißt Schutt, Kegeln, Entfernen, den südlichen Wohntrakt, da sind wir gerade dabei, dass wir den von Einsturzschutt befreien. Und drei Archäologen von der Firma Silva Nordica helfen uns da und dokumentieren Aushub und Restbestand, was halt noch sichtbar ist. Und das ist sehr aufschlussreich für mich und für wahrscheinlich auch für andere Leute. Bei den Arbeiten der Archäologen wird sehr genau vorgegangen, um keine verborgenen Zeichen zu übersehen. Beim Wiederaufbau geht der Gewölbebaumeister anders vor als auf üblichen Baustellen. Ja, es ist ziemlich alles anders als auf einer Standardbaustelle. Wir arbeiten nur mit Kalk, Naturkalk, hochgebrannten naturhydraulischen Kalk, Vulkanzemente, so wie es früher war. Und das ist auch meine Hochachtung an die Vorfahren und Ahnen und Urahnen, wie zumindest baukulturell nachhaltig gelebt und gebaut wurde. In dieser Tradition soll Stein für Stein ein Teil der Ruine wieder errichtet werden. Dabei werden nur die Originalsteine verwendet, die im Schutt zu finden sind. Wir haben an der Südfassade haben wir die drei Strebepfeiler im Fundament der Gens und auch die Strebepfeiler, die Abstützung der nach Süden hängenden Burgmauer, haben wir die Strebepfeiler ergänzt und wieder errichtet. Und derzeit arbeiten wir gerade an der Eingangsfassade. Beim Burgtor wird der Schüttkern, der jetzt sichtbare Schüttkern, mit einer Steinmauer wieder aufgemauert und somit der Schüttkern verdeckt. Die besonderen handwerklichen Vorgänge interessieren auch etliche Baubeobachter und Fotografen. Allen voran die Gemeinde Randegg, die das Projekt mit Wohlwollen begleitet. Ja, die Gemeinde natürlich sehr positiv und auch die Bürger sehr interessiert und wird immer wieder berichtet. In Facebook zum Beispiel werden Fotos geschickt von Wanderern, von Spaziergeher, die dann immer wieder schreiben, wie schön, wie toll und es bietet ja so viele Möglichkeiten für schöne Fotos. Ja, an und für sich ist es natürlich seine Baustelle, aber trotzdem haben wir immer wieder Kontakt. Sei es, dass man irgendwo behilflich sein kann mit einer Zufahrt, mit Leitungsverlegung oder wenn es vielleicht doch noch eine Erweiterung gibt von einem eventuell dagewesenen Burggraben, dass wir da dann auch natürlich das Grundstück noch zur Verfügung stellen. Also er kann das ganze Areal eigentlich benutzen, weil es ja immer auch für uns eine positive Sache ist. Informationen findet man auch auf der Homepage.